Hallo, das ist Deutsch in Bildern und heute soll es um die Adjektive gehen. Adjektive sind übersetzt Wörter, die man hinzufügen kann. In der Grundschule sagt man auch gerne, Adjektive sind sogenannte Wie-Worte, weil man sie mit Wie erfragen kann. Ich würde gerne euch bitten, eine solche Definition eher zu vermeiden. Denn das Problem ist, es gibt unter den 29 Wortarten eine zweite, die auch sehr, sehr sensibel auf das Wörtchen wie reagiert, nämlich das modale Adverb. Insofern, Adjektive sind keine Wie-Wörter, sondern Adjektive sind Wörter, die man steigern kann. Und deswegen haben wir hier einen kleinen Siegerpodest. Nehmen wir nur das einfache Adjektiv langsam. Langsam sind zum Beispiel, zumindest relativ, Heuschrecken. So, da sind die Fühler und das ist das Gesicht. Dann, die erste Steigerungsform heißt langsamer. Als Tier könnte man vielleicht eine Schildkröte wählen. Da haben wir sie auch schon. Okay. Und am langsamsten ist zum Beispiel die Schnecke. Also, Adjektive erkennt man daran, dass man sie steigern kann. Jede dieser Steigerungsformen hat einen eigenen Fachbegriff und den können wir hier gleich zufügen. Wenn man langsamer ist, sprechen wir von der Grundform dem Positiv. Langsamer, die erste Steigerungsform, nennen wir Komparativ. Und am langsamsten, die höchste Steigerungsform, nennen wir Superlativ. Adjektive kann man also einfach steigern. Und wenn doch solche schönen Fachbegriffe eingefügt werden, dann gibt es natürlich auch für das Wort steigern die Möglichkeit, den Fachterminus einzuführen. Also, wenn wir vom Positiv über den Komparativ zum Superlativ schreiten, nennt man das als echter Grammatiker nämlich nicht steigern, sondern komparieren. Also, wenn das nächste Mal der Lehrer zu euch sagt, kompariere das Wort, dann sollt ihr das Adjektiv steigern. Das wäre es eigentlich schon, wären da nicht wieder einige Besonderheiten, einige Ausnahmen und die kann man hier finden. Ich habe euch 13 Adjektive aufgeschrieben. Schnell, laut, schwanger, leise, schön, tot, klug, fleißig, voll, rund, weit, leer und frech. Und aufgepasst, hier ist eine Auffälligkeit, hier ist eine Besonderheit, hier ist eine kleine Ausnahme, hier ist eine kleine und rund ist eine. Könnt ihr erkennen, warum das ganz besondere Adjektive sind? Ihr könntet auf die Pausentaste drücken und grübeln. Ich verrate es euch jetzt. Das Wörtchen schwanger ist ein Adjektiv, das man nicht steigern kann. Gleiches gilt für das Wörtchen tot. Und wenn ein Glas leer ist, dann ist es leer, es ist nichts mehr drin. Man kann das nicht steigern. Und runder als rund gibt es auch nicht. Und wenn ein Behälter voll ist, dann ist er voll. Ansonsten würde alles überlaufen. Also, es gibt einige wenige Adjektive, die man nicht komparieren kann. Adjektive sind keine Wie-Wörter, sondern Eigenschaftswörter, die man steigern kann. Bis zum nächsten Mal. Dann soll es gehen um die Numerale und die Indefinitpronomen.